Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video für die April-Ausbiss-Challenge. Ich bin Christine Moskwa, die Erfinderin von der Sloss-Methode. Dies ist das erste Video zu der Challenge, wie schon gesagt, in der ich ein paar grundlegende Tipps und Tricks, ein paar grundlegende Dinge zu der Challenge dir einmal erklären möchte. Dieses Video ist einfach nur als kleine Motivation für dich gedacht und auch um ein paar, wie gesagt, Tipps dir abzuholen, wie du zum Beispiel verkaufen kannst, wie es mit der WhatsApp-Gruppe läuft, wie du richtige Preise festlegst zum Verkaufen, wie du die Challenge stressfrei erledigen kannst. Diese Videos werden als allererstes in der WhatsApp-Gruppe geteilt und dort dann auch privat erstmal die erste Woche gelassen und dann à peu werden sie auch öffentlich geteilt. Also wenn du bei der Challenge bisher noch nicht dabei bist, dann vielleicht im nächsten Jahr, aber jede Woche kommt jetzt ein Video auch für dich dann online. Zwar immer mit Verzögerung, aber nichtsdestotrotz kannst du ja trotzdem mitmachen. Wie gesagt, bei Instagram gibt es auch ganz, ganz viele Infos für dich. Vergiss bitte nicht, mich zu abonnieren, den Kanal zu abonnieren und bei dem Video jetzt auch einen Daumen hoch da zu lassen. Und wenn du irgendwelche Fragen hast in Bezug auf die Challenge oder aber auch auf die Sloss-Methode an sich, dann schreib das alles gerne immer in die Kommentare. Wir fangen jetzt einfach mal an mit den allgemeinen Vorbereitungen, die du jetzt machen kannst für die Challenge, damit du, wie gesagt, stressfrei da startest. Als allererstes solltest du jetzt anfangen, dir Profile anzulegen für Verkäuferportale, eBay, eBay Kleinanzeigen, bei Facebook, such dir da Gruppen, Flohmarktgruppen aus deiner Stadt, Verkäufergruppen, zu verschenken Gruppen. Da gibt es 100 Pro auch in deiner Stadt etwas oder aber in der nächstgrößeren Stadt findest du auf jeden Fall etwas und da wird man auch sehr, sehr schnell seine Sachen sehr gut los. Zumindest meine Erfahrung. Dann solltest du dir auf jeden Fall eine Fotoecke, wenn du die Möglichkeit hast, schon mal einrichten. Das heißt, stell dir irgendwo einen Tisch in der Ecke, stell dir ein paar Lampen auf, such dir eine schöne Deko, vielleicht irgendwelche Sachen zum Drunterlegen, eine hübsche Tischdecke oder ein paar Blümchen oder irgendwas so in der Art und Weise, damit, wenn du die Fotos machst von den Dingen, du das ganz reibungslos einfach machen musst, nichts groß zusammensuchen musst. Wenn du die Möglichkeit hast, wie gesagt, dann lass auch diese Ecke wirklich die nächsten 4 Wochen einfach stehen. Das hilft halt dazu, für dich diese Hürde des Online-Stellens auch ja, ein bisschen zu meistern, weil ich weiß, wie schwierig das ist. Man mistet aus und ist froh und glücklich. Ja, und dann hat man diesen großen Haufen von Dingen, die man verkaufen oder verschenken möchte. Und daran scheitert das dann gerne, weil es ja, wie gesagt, doch recht aufwendig ist, das zu machen manchmal. Und wenn du schon so eine Fotoecke hast, wo du das recht easy machen kannst, dann machst du es halt auch einfach eher. Dann kommen wir zu der allgemeinen Vorbereitung, die du jetzt tun kannst. Also ich habe mir letzte Woche beim Action mehrere große Kisten gekauft, die sind bestimmt so groß, so, wo ich die allgemein die ausgemisteten Dinge halt einfach reintun werde. So steht das nicht blöd rum und ich habe nicht ständig irgendwelche Tüten oder irgendwas, sondern ich habe es wirklich in Kisten, die haben einen Deckel, die kann ich stapeln. Das ist super organisiert dann, super ordentlich und ich glaube, wir kennen das alle, ne? Bevor die Ordnung kommt, kommt erstmal das Chaos. Um das Chaos ein bisschen zu minimieren, nutze ich halt diese Kisten. Also für mich persönlich ist das wirklich eine riesengroße Erleichterung. Und vor allem kann ich die Kisten dann auch nutzen. Einmal nehme ich die eine leere Kiste, stelle ich mir an meine Fotoecke, die ich mir einrichte. Bei uns ist die im Schlafzimmer. Und dort tue ich dann immer Sachen rein, wenn ich die fotografiert habe und die online gestellt habe. So muss ich nicht groß suchen, wenn es darum geht, ja, wenn jemand irgendwie mir schreibt und sagt, hey, ich möchte die Sache abholen, ist die noch da oder ähnliches. Also ich habe das dann ja sehr gut organisiert, sehr gut sortiert. Kann ich dir nur empfehlen. Du musst jetzt nicht losrennen und irgendwelche Kisten kaufen. Ich wollte die Kisten sowieso haben für den Keller und dementsprechend lang auch Kartons oder es lang ja auch Tüten. Für mich ist es mit den Kisten nur immer ein bisschen übersichtlicher. Die sind auch durchsichtig, man kann genau gucken, wo was ist. Der nächste Punkt ist, schaffe einen Platz für deinen Müll. Also eventuell, wenn du wirklich viel zum Ausmisten hast, dann wird das definitiv nötig sein. Daher würde ich dir empfehlen,
Frag vielleicht mal die Nachbarn, wenn du sehr viel Müll haben solltest, ob du die Tonnen mit voll machen kannst, falls sie die nicht voll gemacht haben. Mach, wenn du in einem Familienhaus wohnst, die Tonnen nicht von Anfang an voll, sondern achte drauf, wann die abgeholt werden und stopf dann nochmal ordentlich rein, so nicht, dass du die Nachbarn ärgerst mit deinem Müll. Versuch so gut es geht zu trennen und wenn du große Sachen hast, dann frag ruhig nach Hilfe und Unterstützung, Freunde, Familie oder ähnliches. Wenn du es zum Beispiel wegbringen möchtest auf dem Recyclinghof oder ähnliches, sei dir da nicht zu schade für. Unterstützung tut immer gut und vielleicht kannst du die Leute ja auch motivieren, ein bisschen mitzumachen, ne? Dass du sagst, hey, hast du noch was im Keller? Ich bräuchte vielleicht mal Hilfe bei meinen Sachen. Und dann fährt man gemeinsam zum Recyclinghof. Jetzt kommen ein paar wichtige Punkte. Und zwar zur Ausmist-Challenge an sich. Es geht bei der Ausmist-Challenge nicht darum, deine Wohnung, dein Zuhause, wie auch immer, jetzt perfekt in den nächsten 4 Wochen auszumisten. Du musst nicht so viel weggeben, wie es geht. Stress dich da bitte nicht, sondern gib einfach das weg, was sich gut anfühlt. Wenn du jetzt das Problem hast und du hast eine Sache irgendwie in der Hand und denkst dir so, ah, kann ich das noch gebrauchen, kann ich es nicht gebrauchen, dann überleg, wann du es das letzte Mal gebraucht hast. Und im Zweifel behalt es. Tu es wieder zurück. Das ist nicht das letzte Mal, dass du ausmisten wirst. Dementsprechend wirst du noch so viele Möglichkeiten haben, die Sache eventuell wegzugeben oder aber zu behalten. Das Ziel der April-Ausmist-Challenge ist nicht, dein Zuhause super minimalistisch zu hinzubekommen, jede Ecke ausgemistet zu haben und alles picobello zu haben bis zur nächsten Ausmist-Challenge, sondern es geht darum, tatsächlich einfach mal jede Sache in der Hand gehabt zu haben. Zu überlegen, brauche ich das noch, brauche ich es nicht, wie fühlt sich das an? Ich will jetzt hier nicht irgendwie in die Richtung gehen, macht es mir Freude oder ähnliches. Bei manchen Dingen sicherlich so, aber jetzt bei vielen halt auch einfach nicht, was ja auch oftmals sind sie aber einfach praktische Sachen. Aber wenn man regelmäßig ausmistet, dann hat man wirklich den Vorteil, dass man die Sachen immer wieder in die Hand nimmt und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du wirklich ein ja, ausgemistetes Zuhause hast und dann auch gar nicht mehr groß diese Riesenaktion fahren musst. Also ich weiß zum Beispiel von mir und von unserem Zuhause, es wird nicht so viel sein, was ich hier ausmiste, was ich hier verkaufen muss und so weiter, weil ich natürlich mit der Sloss-Methode an sich auch mehr oder weniger jeden Tag etwas ausmiste. Mit dem Faultierkalender, da missten wir auch regelmäßig Dinge aus. Und das habe ich jetzt in den letzten Wochen tatsächlich immer ausgesetzt und habe gesagt, nee, das mache ich dann während der Challenge. Wäre ja sonst auch ein bisschen langweilig, wenn ich gar nichts auszumisten hätte. Aber ja, das ist so ein Prozess, ne? Das ist genauso wie Ordnung machen und Aufräumen an sich. Das ist kein Sprint, nicht mal ein Marathon, das ist ein Kreislauf. Man fängt immer wieder irgendwann von vorne an. Deswegen tatsächlich stress dich da bitte nicht. Mach es so stressfrei, wie es nur irgend geht. Als nächstes habe ich den Punkt, habe Respekt vor den Dingen anderer. Deiner Mitbewohner, deines Partners, deiner Partnerin, deiner Familienmitglieder, deiner Kinder. Sortiere nichts aus, ohne dass sie irgendwas davon wissen. Ich weiß, so bei manchen Menschen ist es so, dass sie dann gerne mal die Kindersachen oder Spielzeuge aussortieren, wenn die Kinder nicht dabei sind, die alten Bilder aussortieren, die Kinder gemalt haben oder ähnliches. Hab Respekt davor. Du selber weißt doch ganz genau, wie schwer das manchmal ist, gewisse Dinge wegzugeben, wo jeder andere sagen würde, hey, das ist Müll. Lass diese Entscheidung auch deinen Kindern und auch deinem Partner und deinen Familienangehörigen. Klar gibt es da immer wieder Leute oder Partner, gerade so aus meiner Erfahrung heraus, die sagen, hey, interessiert mich nicht, mach einfach, was du denkst. Dann go for it und sortier mal ordentlich aus. Aber ansonsten reiß dich da lieber zusammen, leg die Sachen lieber hin. Das werde ich machen mit meinem Mann. Ich werde die Sachen nach Kategorien hinlegen und dann soll er sich da jeden Tag ein bisschen was aussuchen und gucken, ob er was ausmisten kann. Wenn nicht, dann halt nicht. Also ich glaube, das ist so auch das Große, was über allem steht. Wenn nicht, dann halt nicht. In Bezug auf die Kinder ist es so, dass das ja ab der Woche, ich schaue hier mal, ab dem 25. sind die Kinderzimmer ja unter anderem dran in dieser gesamten Woche. Und da werde ich in dem Video vorher auf jeden Fall noch was dazu sagen. Kleine Info noch, es kommt jetzt jede Woche ein Video für die folgende Woche online.
Wir sind momentan in Quarantäne, dementsprechend hoffe ich jetzt mal, Finger crossed, dass es mir nicht irgendwie schlechter geht oder ähnliches. Dann wird es vielleicht schwer, aber im Moment sieht alles gut aus und dementsprechend kann ich auch dieses Video jetzt gerade aufnehmen. Und dann, wie gesagt, kommt auch nochmal zum Thema Kinder etwas, und zwar, wie du am besten mit deinem Kind zusammen ausmisten kannst, nochmal die. Ja, ein paar Tipps und Tricks und Anregungen dafür, wie dein Kind überhaupt mit seinen Sachen verbunden ist, und einfach ein paar Sachen zum Kinderzimmer ausmisten. Dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, und zwar zu der WhatsApp-Gruppe an sich. Wie du in die WhatsApp-Gruppe kommst, das weißt du ja sicherlich, wenn du das jetzt vielleicht das Video siehst, weil du bei der Challenge mitmachst und das jetzt das erste ist und du auch noch in die WhatsApp-Gruppe möchtest und angemeldet bist, dann findest du das auf dem PDF hier auf der allerersten Seite. Da stehen die ganzen Informationen, wie du zu der WhatsApp-Gruppe kommst. Wichtig ist bei der WhatsApp-Gruppe, bitte tu mir den Gefallen und schreibe einmal am Tag, ob du etwas ausgemistet hast, was du vielleicht ausgemistet hast, ob du etwas verkaufen konntest, vielleicht auch wie viel du einnehmen konntest und aber auch, ganz, ganz wichtig, ob du nichts gemacht hast. Das ist tatsächlich etwas, was ich aus der WhatsApp-Gruppe für den Faultierkalender kenne und auch sehr schätze. Es wird immer ein Pausezeichen, das ist wie gesagt in dem Kasten ganz genau erklärt, geteilt, wenn man nichts gemacht hat. Und ich weiß ganz genau, dass das etwas ist, was die anderen total beruhigt. Weil es wird gerade jetzt so online immer wieder gezeigt, wie doch picobello alle sind und wie, ja, wie hochmotiviert die Leute sind. Aber ich finde das so wichtig, nicht nur zu zeigen, hey, ich habe was gemacht, sondern auch zu zeigen, hey, ich habe nichts gemacht. Und wenn du dieses Pausezeichen nutzt, und dann schreib ruhig dazu, warum vielleicht. Bist du krank? Hast du keine Zeit gehabt? Hast du keine Lust gehabt? Was auch immer der Grund dafür ist, schreib das ruhig mit rein. Und ich werde dir sagen, wir sind da so viele mittlerweile ja in der Gruppe. Das wird viele beruhigen und das führt wirklich zu einer tollen Gemeinschaft. Dann kommen wir jetzt zu den nächsten Tipps, und zwar zu den konkreten Tipps zum Verkaufen. Da gibt es eine wichtige Sache, und zwar diese Challenge geht ja jetzt nun über mehrere Wochen. Dementsprechend werden wir auch super viele Sachen finden zum Verkaufen oder zum Verschenken. Auf jeden Fall zum Online-Stellen. Dementsprechend bitte tu dir selber den Gefallen und gebe alles, was unter 10 € wert hat, so weg. Verschenk die Sachen, stell die an den Straßenrand, in eine zu verschenken Box, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Achtung, ist nicht überall erlaubt. Oder bring die zum Beispiel zu einem Sozialkaufhaus oder ähnliches. Alles so unter 10 €, mach dir damit wirklich keine Mühe. Außer du hast sehr, sehr wenige Sachen, dann kannst du das natürlich auch mit reinnehmen und gucken, ob du da noch den einen oder anderen Euro für bekommst. Dann kommen wir auch schon zu der Preisfindung, wenn wir jetzt gerade beim Euro sind, und zwar, wie du das am besten machst. Oftmals gehen wir von dem Preis aus oder von dem Geld aus, was wir mal bezahlt haben für diese Sache. Mach das bitte nicht. Löse dich von dem Einkaufspreis. Das ist immer wieder eine Sache, die ich immer und immer wieder sagen muss. Das, was du mal bezahlt hast, ist absolut irrelevant. Das Geld ist weg. Das hast du bezahlt. Diese Sache hat in dem Sinne keinen Wert mehr, den du erwarten kannst. Mach dich da total frei von der Erwartungshaltung. Das heißt, wie findest du jetzt den allerbesten Preis? Guck einfach mal zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen rein. Schreib dort in die Beschreibung, so genau es geht, die Sache, die du verkaufen möchtest. Wenn du sie versenden willst, dann musst du auf jeden Fall in ganz Deutschland einmal gucken. Wenn du sie aber nur in deiner Umgebung, also zum Abholen verkaufen möchtest, dann guck auch nur in deiner Umgebung, weil die Preise sind schon sehr, sehr unterschiedlich teilweise. Und dann guck, was ist der höchste Preis und was ist der niedrigste Preis und pendel dich da so irgendwo im oberen Drittel ein. Meiner Erfahrung nach das Beste, was man machen kann. Zu günstig, da ist es manchmal schwierig mit den Leuten, die sich dann melden. Dann wollen sie noch günstiger wahrhaben, wenn du Verhandlungsbasis angegeben hast. Auch wenn du keine Verhandlungsbasis angegeben hast, wollen sie verhandeln oftmals. Spar dir das, geh gleich ein bisschen höher. Und wenn dann wirklich jemand kommt und sagt, hier komm, kriege ich es auch für den und den Preis, dann kannst du sagen, ja komm, hol ab. Und da hat man nicht so viele Diskussionen. Was ich noch mache, ist, ich reduziere die Preise immer nach ungefähr einer Woche, um tatsächlich was zu
50%. Mehr nicht, aber 50% ist bei vielen Dingen tatsächlich so das, was ich reduziere. Bei manchen gehe ich ein bisschen weniger runter. Wir hatten jetzt vor einiger Zeit mal Lego. Das ist dann doch etwas, was man, ja, was man noch ein bisschen hochpreisiger verkaufen möchte und nicht unbedingt für einen Dumpingpreis rausholen möchte. Und da lasse ich mir dann lieber ein bisschen mehr Zeit, aber ich reduziere jede Woche die Sachen immer weiter, bis sie dann irgendwann weggehen und zur Not auch zu verschenken weggehen. Aber das war doch mal so teuer, aber das ist doch noch so gut, aber das kann man doch nicht so günstig verkaufen und dann behalte ich es lieber. Das sind alles Sätze, die habe ich mir hier notiert, die höre ich immer und immer wieder. Klar, kannst du das so machen und die Sachen dann behalten und darauf hoffen, dass sie besser werden, dass sie vielleicht noch mehr wert werden. Aber ich sage dir, zu 98% sind das sicherlich nicht die Dinge, die du gerade ausmistest. Dementsprechend bitte löse dich davon. Die Sachen werden nicht im Wert steigen, nur weil du sie jetzt nochmal in den Keller tust oder ähnliches. Mach dich frei von dem Preis, den du mal bezahlt hast. Tatsächlich. Das ist, glaube ich, so etwas, was immer und immer wieder falsch gemacht wird. Ne? Dieses, aber ich habe doch mal so viel dafür bezahlt, dann lasse ich es lieber liegen und guck, ob es zu einem anderen Zeitpunkt jemand haben will. Gut, deine Winterjacke macht natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt Sinn, wenn sie vor allem sehr teuer war, dass du sie jetzt gerade online stellst. Ja, da bin ich fein damit, dass man die nochmal in den Keller tut oder irgendwo anders hin tut und sagt, okay, die verkaufe ich dann lieber im nächsten Herbst oder im nächsten Winter oder ähnliches. Das macht schon Sinn. Aber bei allen anderen Dingen, bitte mach dich frei von dem, was du mal bezahlt hast. Dieses Geld ist weg. Das kommt nicht mehr wieder. Das ist einfach weg. Schließ das ab, mach dann Cut. Und sehe das, was du tatsächlich mit den Sachen einnehmen kannst, mehr als Goodie, mehr als kleines Taschengeld, mehr als Aufwandsentschädigung, ich glaube, das trifft es am besten. Die Entschädigung dafür, dass du dir jetzt die Mühe gemacht hast, das aussortiert hast, das online gestellt hast, das eventuell sogar versendet hast. Nimm das Geld eher dafür und sehe das als Belohnung für dich. Aber verbinde das Geld nicht mit dieser Sache an sich. Ich weiß, dass es sehr, sehr schwer ist bei vielen Dingen. Versuch dich da zu überwinden. Ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat, dann. Ja, dann flutscht das. Ein anderes Wort fällt mir jetzt nicht ein. Vor allen Dingen mach dich frei von Emotionen. Denn das Laufrad von deinem Kind zum Beispiel hat vielleicht mal 100 € gekostet und ist bestimmt auch noch gut im Schuss, aber ist sicherlich keine 80 € mehr wert. Versuch, diese Emotionen, die du vielleicht damit verbindest, weil dein Kind damit laufen, Fahrradfahren gelernt hat oder ähnliches, versuch dich davon frei zu machen und überlege ganz genau, was würdest du dafür bezahlen für einen gebrauchten Gegenstand, für diesen gebrauchten Gegenstand, wenn du nicht wüsstest, woher der kommt, wenn du nicht wüsstest, wie gepflegt er ist, würdest du vielleicht sogar eher was Neues kaufen, statt etwas Gebrauchtes zu kaufen, wenn es doch aber den Preis noch wert ist. So, klar kannst du es für 80 € einstellen. Sicherlich wird auch irgendwann mal jemand dazu kommen und sagen, ja gut, vielleicht ist es den Preis wert und das vielleicht von dir kaufen. Aber wer weiß, wann das ist. Und ich glaube, man möchte nicht den Keller voll haben mit Dingen oder den Dachboden, wo man vielleicht die Sache nochmal verkaufen könnte. Mach dich frei davon. Gib weg, was du weggeben kannst. Mach dich frei von deinen Erinnerungen, die du mit etwas verbindest. Diese Erinnerungen sind nichts wert für jemanden anderen, der dich nicht kennt, der deine Kinder in dem Fall nicht kennt und der ja nicht in der Situation mit dabei war. Selbst für Leute, die mit dabei waren, Freunde, Familie, selbst die haben diesen Wert nicht, diesen emotionalen Wert nicht. Gut. So viel dazu zu dem ersten Video. Das heißt, deine Aufgabe jetzt: Mach Profile, such Facebook-Gruppen, bau einen Fototisch auf, wenn du die Möglichkeit dazu hast, und versuch schon mal gedanklich dich frei zu machen. Die nächsten 2 Tage werden ja allerlei Sachen aussortiert. So steht es ja in der Liste drin, in dem Plan, im April-Ausmistplan. Und da guck einfach mal pauschal durch deine Wohnung durch. Wir gehen ja mehr oder weniger jeden Raum einmal durch. Aber wenn du jetzt zum Beispiel morgens im Badezimmer stehst oder so und du schon etwas so dir etwas ins Auge springt, dann schau schon mal, dass du es aussortieren kannst. Aber hier auch, mach dir keinen Stress.
fange jetzt nicht heute und morgen schon an mit alle Schubladen überall aufreißen und alles aussortieren. Wie gesagt, wir sind ja in allen Bereichen noch mal drin. Die ersten 2 Tage sind ein bisschen zum Reinkommen für die WhatsApp-Gruppe, um dir dieses Video anzuschauen, um mental dich ein bisschen darauf vorzubereiten, falls du es noch nicht gemacht hast. Also ich bin richtig ready, ich habe richtig Bock und in dem Sinne, denke mal daran, bleib fleißig faul.